Ich begrüße alle Webinar-Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu unserem Digital-Talk. Microliving setzt sich der Boom fort. Ein bisschen verspätet starten wir, aber kein Problem, das kriegen wir hin. Mein Name ist Yvonne Traxel, ich bin Projektleiterin bei Heuer Dialog und ja, werde Sie heute durch das Webinar führen. Microliving hat eine beispiellose Erfolgsgeschichte hinter sich. Aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte: Urbanisierung, Wohnungsknappheit und natürlich Versiegelung der Haushalte. Also, es ist ein noch recht junges Segment und hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren zu einer eigenständigen Asset-Klasse entwickelt, sodass auch Investoren diese als attraktive Anlageklasse für sich erkennen. Und insofern, ja, gab es noch keine richtige Krise, die diese Asset-Klasse durchlebt hat. Und jetzt ist sie da. Wir sind alle gespannt, wie es nun weitergeht. Und dazu möchte ich unsere beiden Experten heute befragen. Herrn Felix Embacher, Head of Research und Data Science bei der Bulwiengesa AG und Henrik von Bodmer, Investment Manager bei Union Investment Real Estate GmbH. Wir möchten beginnen mit Herrn Embacher, der uns die Initiative Microliving vorstellt, die Bulwiengesa gegründet hat. Und hier schon mal ein kurzer Hinweis: Sie können sich die Vortragsfolien bereits während seines Vortrags runterladen oder Sie machen das im Nachgang. Da kriegen Sie einen Link von uns zugesandt und können sich dann den Vortrag downloaden. Danach gehen wir dann in den Digital Talk über und machen eine Q&A-Runde. Ich werde dann ein paar Fragen an die Experten stellen. In unserem Chatfenster haben Sie die Möglichkeit, auch selbst jederzeit Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Und diese reiche ich dann an die Sprecher weiter, sodass Sie da eben auch eine Antwort erhalten. Also die zentrale Frage, die uns ja alle umtreibt, ist: Setzt sich der Micro-Living-Boom fort? Und hierfür haben wir eine Umfrage sozusagen als Einstimmung für Sie vorbereitet. Und die würde ich jetzt direkt auch schon einmal starten wollen. Sie sehen jetzt auf dem Bildschirm die Frage: Setzt sich der Boom fort? Und ich bitte Sie, kurz zu überlegen und Ihre Antwortwahl zu treffen. Wir haben so ein paar Sekunden Zeit und ich warte, bis Sie Ihre Einschätzung abgegeben haben. Natürlich müssen Sie nicht teilnehmen. Wenn Sie jetzt keine Meinung dazu haben, brauchen Sie auch nicht teilnehmen. So, ich schließe die Umfrage und wir haben das Ergebnis vorliegen. Jetzt muss ich gerade gucken, ich sehe das Ergebnis. Ja, also die meisten haben gesagt, eher ja, der Boom wird sich fortsetzen mit 59%. Das ist ein ziemlich eindeutiges Votum. Am Ende unseres Webinars werden wir dann die gleiche Frage nochmal stellen, um zu gucken, ob sich durch die ganzen Informationen, die Sie erhalten haben, was geändert hat. Jetzt bitte ich Herrn Embacher, mit seinem Vortrag zu beginnen und uns ein bisschen mehr über die Microliving-Initiative vorzustellen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingeschaltet haben. Ihre Umfrageergebnisse sind sehr, sehr positiv. Mit 85% haben Sie eher ja oder definitiv geantwortet. Das ist ein großes Stück Optimismus, was Sie in diese junge Asset-Klasse geben. Mit der Initiative Microliving haben wir eine Initiative gestartet, die ich Ihnen jetzt im Kommenden erst kurz erläutern möchte, worum es da geht und was wir dort gemacht haben und was wir auch in Zukunft damit machen möchten. Und dann werde ich Ihnen gerne auch die ersten Ergebnisse unseres kurzen ersten Marktreportes vorstellen. Ja, was macht die Initiative Microliving? Die Initiative Microliving steht für einen neuen, innovativen Zusammenschluss von Unternehmen, die im Immobiliensegment Apartments als Eigentümer, Betreiber und/oder Verwalter tätig sind. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Markttransparenz im Immobiliensegment Apartments zu verbessern
Und dafür ist eben in Zusammenarbeit mit Bulwiengesa als unabhängige Institution ein Reporting-System aufgebaut worden, in dem Objekt- und Vermietungsdaten der Teilnehmer ausgewertet werden. Dies mündet nun erstmals in einen Marktreport, der so nun in halbjährlichem Turnus erscheinen wird. Investoren und Marktbeobachter werden damit regelmäßig über Markttrends und die Performance der Assetklasse informiert. Exklusiv Mitglieder der Initiative Microliving erhalten zusätzlich einen Benchmark-Report, der ihr Portfolio im Verhältnis zu allen anderen Mitgliedern analysiert. Und damit können eben die Mitglieder der Initiative gegenüber ihren Stakeholdern ihre Betriebserfolge transparenter kommunizieren als bislang. Wir decken mit der Initiative Microliving aktuell Gesamtdeutschland ab. Perspektivisch haben wir aber natürlich eine Expansion nach Europa, in andere europäische Länder im Auge. Ja, wer kann der Initiative Microliving beitreten? Es sind Betreiber, Eigentümer und Verwalter von in Deutschland befindlichen Apartmenthäusern, sowohl mit Fokus auf Studierende als auch auf Nichtstudierende. Wichtig ist, dass es ein Vermietungskonzept aufweist, mit Fokus auf möblierte Einheiten für temporäre Aufenthalte ab 6 Monate, das heißt keine Serviced Apartments. Die Mindestgröße verwalteter Apartmentshäuser sollte circa 50 Apartments bzw. Wohnplätze umfassen, einfach um sicherzustellen, dass es Apartmenthäuser sind, die auch professionell bewirtschaftet werden. Gründungsteilnehmer der Initiative Microliving sind Bellinovo, Bürgermeister Reuter Stiftung, Commerz Real, Demivo, GBI, Hanse Merkur Grundvermögen, ILIF, International Campus, Stay2, Union Investment und Weges Immobilien. Das heißt, wir haben hier 11 Gründungsteilnehmer mit starkem Footprint im Apartment-Segment. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle für Ihr Vertrauen in uns und in Ihren Pioniergeist. Der Bundesverband Microliving, der dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht schon mal zu Ohren gekommen ist, ist ein assoziiertes Mitglied, einfach weil wir sehr homogene Interessenslagen im Segment Microliving verfolgen und wir auch große Schnittmengen bei den Teilnehmern haben. Bulwiengesa leistet in der Initiative Microliving als unabhängige Instanz das Reporting, organisiert den Datenaustausch und die Berichterstellung, kümmert sich um die Abstimmungsprozesse und verantwortet auch die Öffentlichkeitsarbeit der IML. Wir sind mit der Initiative Microliving bei weitem kein Closed Shop. Wir sind immer offen für weitere Teilnehmer, die diesen Anforderungskriterien, die ich gerade genannt hatte, offen gegenüberstehen und diesen entsprechen. Also all diejenigen von Ihnen, die auch Apartmenthäuser wohnwirtschaftlicher Art haben und diese Initiative beitreten möchten, sage ich jetzt schon mal, fühlen Sie sich eingeladen. Was macht die Initiative Microliving nun? Wir stehen eben für einen innovativen Zusammenschluss. Wir haben uns jetzt zusammengetan in Bezug auf die Betriebsdaten. Wir haben uns jetzt mit dem heutigen Datum einen Marktreport zum Download bereitgestellt auf der Webseite initiative.bulwiengesa.de/microliving. Und das Besondere in diesem Marktreport ist eben, dass er auf der Auswertung von Betriebsdaten beruht, von knapp über 20.000 Wohneinheiten in 96 Apartmenthäusern bundesweit mit über einer 500.000 Quadratmeter Wohnfläche. Und das, glaube ich, macht den Marktbericht absolut einzigartig, weil hier Echtdaten aus der Bewirtschaftung dieser Apartmenthäuser ausgewertet werden. Was fragt die Initiative Microliving bei ihren Teilnehmern nun ab, um diesen Marktreport erstellen zu können? Es sind relativ umfängliche Informationen. Es ist natürlich die Adresse der Apartmenthäuser, die Objektgröße, wie viele Wohneinheiten sie haben, wie viele Stellplätze die Apartmenthäuser zur Verfügung haben, das Vermietungskonzept, die Ausstattungskriterien des Apartmenthauses. Es bezieht sich insbesondere auf die Gemeinschaftsflächen. Es geht aber auch um die Mieterträge, um die Auslastung, also das heißt die Anzahl der vermieteten Einheiten und die Anzahl der vermieteten Stellplätze, die Bewirtschaftungskosten und der Anteil der Studierenden unter allen Mietern. Es ist also ein sehr umfangreiches Datenset, was uns die 11 Teilnehmer zur Verfügung gestellt haben. Aber nur damit schaffen wir es einfach auch, diese dringend benötigte Transparenz in diese noch junge Assetklasse
zu bekommen, insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Marktsituation, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass man sich da sukzessive öffnet. Betrachtungszeitraum für den ersten Marktreport war Oktober 2019 bis März 2020, sprich, das war das Wintersemester 2019/2020, was hier Eingang gefunden hat. Der Referenzmonat für Auswertungen zu Mieten, Auslastungen etc. ist Januar 2020. Für den nächsten Marktreport im Herbst wird das Ganze natürlich um 6 Monate nach vorne rutschen. Nun, was sind jetzt die wichtigsten Ergebnisse aus dem ersten Marktreport? Ich kann Ihnen jetzt nicht alles, was wir in dem Marktreport haben, wiedergeben, aber die wichtigsten Ergebnisse möchte ich Ihnen dennoch natürlich heute vorstellen. Wenn wir uns die Anzahl der Apartmenthäuser in der linken Grafik ansehen, von den 96 sind 54 in den A-Städten. In der Summe der B, C, D und sonstigen Städte haben wir ähnlich viele wie in den A-Städten. Aber wir sehen schon, dass hier ein deutlicher Schwerpunkt auf den A-Städten, auf den 7 A-Städten in dem Datenspektrum enthalten ist. Auch bei den Apartments stellen die A- und die B-Städte den mit 71% größten Anteil. Über 12.000 der 20.000 Einheiten sind in den A-Städten. In den B-Städten bis zu den sonstigen Städten sind es jeweils so 1.400 bis 2.800. Also das heißt, hier haben wir natürlich hinsichtlich der Repräsentativität für den Gesamtmarkt dennoch eine ähnlich gute Aussage, weil einfach das Bestandsvolumen in diesen Stadtkategorien per se schon mal niedriger ist. Ja, die Branchenprofis unter Ihnen wissen, dass derartige Apartmenthäuser nicht mehr den üblichen Studentenwerksqualitäten von anno dazumal entsprechen, sondern dass diese Apartmenthäuser teils sehr, sehr hochwertig ausgestattet sind. Das heißt, Waschsalon, Vollmöblierung der Apartments, schnelles Internet sind heute absolut Standard. Immerhin die Hälfte der Apartmenthäuser weist aber auch einen Anteil der Gemeinschaftsflächen von oberhalb von 3% an der gesamten Nutzfläche auf. Das heißt, das sind Apartmenthäuser, die natürlich schon eben relativ umfänglich im Bereich der Gemeinschaftsflächen ihren Mietern ein Angebot bereitstellen. Und etwa so ein Viertel bis Fünftel der Objekte verfügt eben dann auch über so Facilities wie eine Rezeption mit entsprechender Besetzung oder sogar Fitnessräume. Hinsichtlich der Mieterträge haben wir im Schnitt je vermieteter Einheit 542 Euro über alle Städte hinweg als Mietertrag. Aber, und das ist, glaube ich, das Erstaunliche vielleicht, dass wir hier eine sehr, sehr große Spanne drin haben. Wir haben eine Spanne von 252 bis 1.307 Euro pro vermieteter Einheit. Insbesondere in den A-Städten ist diese Spanne sehr, sehr groß. Die A-Städte sind auch die Stadtkategorie mit den teuersten Mieten je Einheit mit knapp 600 Euro. Wenn man sich die Mieten je Quadratmeter Wohnfläche auch wieder in All-In-Kategorie ansieht, dann sind wir hier bei 19,60 Euro im Schnitt, aber eben auch mit einer sehr, sehr großen Spanne. Die B-Städte sind hier tatsächlich sogar teurer als die A-Städte. Das hat aber was damit zu tun, dass die Apartmentgrößen dort unterschiedlich gegenüber den A-Städten sind. Wir haben ja gerade gesehen, in Bezug auf die Gesamtmieten sind dennoch die A-Städte die Kategorie mit den höchsten Mieten. Ein spannendes Thema im Segment der Apartments ist ja immer das Thema der Bewirtschaftungskosten. Auch in meiner jetzt 10-jährigen Research- und Beratungstätigkeit ist das regelmäßig ein Diskussionspunkt, ob die Bewirtschaftungskosten adäquat angesetzt sind. Hier haben wir jetzt nun mal, glaube ich, das erste Mal in der Branche über verschiedene Anbieter hinweg, eben mit den 20.000 Einheiten, einen Referenzpunkt von 4,79 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bezogen auf die umlagefähigen Bewirtschaftungskosten, also das, was eben vom Eigentümer bzw. vom Betreiber auf den Mieter umgelegt werden kann. Über die Städte hinweg haben wir relativ wenige Unterschiede. Wo wir deutlichere Unterschiede haben, das ist in Bezug auf den Gebäudezustand. Interessanterweise weisen hier diejenigen Gebäude, die eben Neubaustandard aufweisen, mit 5,25 Euro
die höchsten Bewirtschaftungskosten auf. Es hat aber letztendlich zum Grund nicht, dass die ineffizient geplant werden, sondern sie haben eben in der Regel dann auch eine Rezeption. Sie haben oftmals eben Fitnessangebote und die Einheiten sind auch kleiner. Und das bedeutet, dass die Fixkosten, die jeder Mieter in Bezug auf seine Bewirtschaftungskosten so auslöst, ich denke dann nur an Stromverbrauch oder an Wasserverbrauch, dann einfach auf eine kleinere Einheit umgelegt werden und im Ergebnis dann eben auf einen Quadratmeter höher sind. Also das heißt, für neubauadäquate Gebäude mit eben einem sehr hohen Qualitätsstandard sind auch oberhalb von 5 Euro Bewirtschaftungskosten keine Seltenheit. Ein ganz wichtiges Element und ein Kennzeichen ist ja auch das Thema Auslastung. Wie gesagt, wir haben hier Referenzmonat Januar, das gebe ich immer noch mal gerne mit. Das heißt, quasi am Scheitelpunkt der 10-jährigen Boomphase hatten die Gebäude overall eine Auslastung von im Schnitt 93%, mit relativ wenigen Unterschieden dahingehend, in welcher Stadtkategorie man sich bewegt, auch ob das jetzt renommierte Hochschulstandorte sind oder wichtige Wirtschaftsstandorte sind, ist gar nicht so erheblich, sondern es ist eigentlich über die Branche hinweg ein relativ homogenes Bild. Spannend und vielleicht auch ein bisschen überraschend ist die rechte Grafik. Microliving ist bei weitem kein reines Studentenprodukt mehr. Es sind zwar 54% aller Mieter Studierende, aber eben auch 46% Nicht-Studierende und darunter fallen natürlich alle schon berufstätigen Young Professionals, die Pendler und sonstige Mieterklientel. Also wir haben hier fast eine ausgeglichene das Verhältnis eben aus Studierenden und Nichtstudierenden. Das heißt, hier erkennt man schon deutlich, dass sich das Segment von dem reinen Studentenwohnen ziemlich maturisiert hat. Ein spannendes Thema in Bezug auf alle Planungs- und Genehmigungsvorhaben von Apartmenthäusern sind ja immer die Stellplätze. So manches Projekt ist ja schon daran gescheitert, dass die Zahl der geforderten Stellplätze nicht umgesetzt werden konnte, beziehungsweise nicht betriebswirtschaftlich umgesetzt werden konnte. Wir haben abgefragt, wie viele Stellplätze in den Apartmenthäusern zur Verfügung stehen und haben das dann natürlich in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Wohneinheiten gesetzt. Und wir haben hier tatsächlich Apartmenthäuser, die gar keinen einzigen Stellplatz anbieten, genauso auch wie wir Apartmenthäuser haben, die eben für jede Wohneinheit sogar mehr als einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Im Schnitt ist es 0,2 Stellplätze je Wohnplatz. Und ich glaube, das Spannende ist an den beiden Grafiken in der Gegenüberstellung, wenn man sich mal insbesondere die A-Städte hier ansieht. Wir haben hier in den A-Städten ein Stellplatz-Apartment-Verhältnis von 0,15, was im Vergleich zu den anderen Stadtkategorien der geringste Wert ist. Gleichzeitig ist aber hier auch die Auslastung mit 58% am niedrigsten. Im Gesamtmarkt haben wir eine Auslastung von im Schnitt 65%, also jedes zwei von drei Stellplätzen sind entsprechend vermietet, aber jeder dritte steht eben auch leer. Das Ganze aber auch eben mit einer sehr breiten Spanne, viele Apartmenthäuser mit Vollvermietung, aber teilweise eben auch Auslastungsquoten, die nur bei rund einem Viertel liegen. Jetzt wird der eine oder andere von Ihnen vielleicht sagen, was mir der Embacher da gerade erzählt, ist hier alles Schnee von gestern. Die Auswertungsdaten Oktober bis März beziehungsweise Januar sind mit der Corona-Krise ja alle obsolet. Seitdem ist nichts mehr wie vorher. Wir sind mit dem Marktreport sehr aktuell, aber dennoch wollten wir, um eben genau dieser Frage eine Antwort geben zu können, von den Teilnehmern der Initiative in Erfahrung bringen, ob denn ihre Betriebsaktivitäten beziehungsweise ihr Betriebsergebnis und ihre Geschäftsaktivitäten sich verändert haben durch die Corona-Krise. Wir haben im April alle, also das war noch relativ am Anfang von der Krise, alle Teilnehmer gefragt, ob denn ihre erzielten Mieten in den Apartmenthäusern sich gegenüber dem Referenzmonat unseres Marktreportes verändert haben. 7 von den 10 Antworten
waren, dass die Mieten weiterhin ähnlich hoch sind. Bei dreien sind die Mieten im Schnitt 5 bis 10% niedriger. Wir haben auch in Bezug auf die Auslastung gefragt, ob denn die Auslastung im April 2020 sich gegenüber Januar 2020 verändert hat. 4 haben gesagt, sie sind hinsichtlich ihrer Auslastung ähnlich hoch. 4 haben aber auch geantwortet, dass sie um 5 bis 10% niedriger ist. Und bei 2 ist die Auslastung um mindestens 30% niedriger. Das waren aber auch Sondereffekte, wie eben ein Generalmietvertrag mit einer Bildungsinstitution, die zwar weiterhin zahlt, aber eben keine Mieter mehr hat. Spannend auch die Frage, ob denn Neubauvorhaben mit derselben Intensität vorangetrieben werden wie vor der Corona-Krise. Da haben 6 geantwortet, ja. Einer hat gesagt, nein. Und 4 haben geantwortet, dass eben Neubauvorhaben grundsätzlich nicht Teil ihres Geschäftsmodells sind. Wir haben auch gefragt, ob denn Ankäufe mit derselben Intensität vorangetrieben werden. Da antworteten 5 mit Ja, 4 mit Nein. 2 haben gesagt, das ist eben nicht Teil ihres Geschäftsmodells. Im Ergebnis zeigt sich also, dass bereits im April 2020 gewisse Eintrübungen im Marktgeschehen erkennbar waren. Die Rückgänge bei Mieten und Auslastungen haben aber gleichwohl auch unterjährige Schwankungen und sind zu Beginn des Sommersemesters oftmals niedriger als zu anderen Jahreszeiten. Detailliertere Messergebnisse zu den tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise werden dann für den nächsten Marktreport der Initiative im Herbst 2020 erwartet. Was ist nun das Fazit des ersten Marktreportes? Alle Einheiten werden On-In-Mieten vermietet. Das hat sich in dieser Branche absolut durchgesetzt. Im Schnitt liegen die All-In-Mieten bei 542 Euro. Die Spanne ist allerdings sehr, sehr groß und reflektiert auch die große Heterogenität der Apartmenthäuser hinsichtlich Objekt- und Lagequalitäten, der Apartmentgrößen und der jeweiligen Stadt und der entsprechenden Mieterklientel. Studierende sind mit über 50% aller Mieter zwar eine wesentliche, aber eben nicht die einzige Zielgruppe für Microliving-Produkte. Es besteht interessanterweise oder eigentlich auch fast erwartbarerweise ein relativ starker Zusammenhang aus der Größe der Apartments und der pro Quadratmeter erzielten Mieten. Wir würden dennoch davon abraten, bedingungslos in die Rallye der immer noch kleineren Apartments einzusteigen, wenn dadurch nicht auch die Endmiete entsprechend sinkt. Das ist, glaube ich, in der derzeitigen Marktsituation ein noch drängenderes Plädoyer oder noch drängenderes Argument als bislang. Es sind in den meisten Städten strukturelle Missverhältnisse aus kleinteiligem Wohnungsangebot und entsprechender Nachfrage beschert den Anbietern Auslastungsquoten von 93%. Viele Apartmenthäuser sind sehr hochwertig ausgestattet, bieten zahlreiche, umfangreiche Gemeinschaftsflächen. Die Flächeneffizienzen sind mit 68% geringer als im konventionellen Wohnbau. Das hat aber in der Regel eben damit zu tun, dass hier Gemeinschaftsflächen auch angeboten werden und dadurch, dass die Flächeneffizienzen entsprechend sinken. Stellplatzquote 1:5 in etwa, Auslastung 65%. Und ich glaube, das Plädoyer von allen Teilnehmern der Initiative Microliving ist, dass zukünftig Stellplatzschlüssel bei Standort, bei Neuplanungen Standort- und Zielgruppen adäquat anzusetzen sind und auch kreative Lösungen bei der Umsetzung von Mobilitätskonzepten zuzulassen sind. Durch die Corona-Krise zeigten sich bereits im April gewisse Eintrübungen im Marktgeschehen, aber es ist bei weitem eben nicht so, dass hier im April das Geschäft auf einmal zusammengebrochen wäre, sondern es lief im April eben weitgehend auch noch innerhalb des Rahmens eines normalen Jahres. Ob jetzt diese Eintrübungen dauerhaft sind oder nur ein Strohfeuer, das diskutiere ich gleich gerne mit Henrich von Bogma. Wenn Sie jetzt sagen, das finde ich spannend und Sie möchten der Initiative in Microliving beitreten, dann lade ich Sie herzlich ein, sich auf unserer Webseite einzuwählen. Lesen Sie sich in Ruhe durch, ob Sie sich mit unseren Zielen verbunden fühlen und bereit sind, Ihre Daten zu teilen. Und wenn es dann beides mit Ja zu beantworten ist, dann sage ich wunderbar, herzlich willkommen. Klicken Sie auf diesen Button, geht der E-Mail-Postfach auf und dann melde ich mich so schnellst als möglich bei Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Traxel. Dann darf ich Ihnen Wunderbar. Sie
Vielen Dank für die Einführung, Herr Embacher. Wir haben auch direkt zwei Fragen. Einmal, wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? Und die Frage, wie hoch sind die durchschnittlichen nicht auslegbaren Beschaffungskosten? Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Anzahl der Apartments und ist entsprechend gestaffelt. Wie die genauen Beträge sind, beantworte ich dann dem Frager gerne im persönlichen Gespräch. Aber wichtig ist, es ist ein Dreijahresvertrag, den wir hier haben, immer weil wir natürlich mit der Initiative Microliving auch ein dauerhaftes Produkt für den Markt bereitstellen möchten. Und können Sie auch was sagen zu den durchschnittlichen nicht auslegbaren Beschaffungskosten? Könnte der Frager das noch ein bisschen spezifizieren, was darunter zu verstehen ist? Es kann sein, also ich kann die Frage leider nicht mehr sehen, aber wo, hier kommt die Frage, woher stammt die höhere Durchschnittsmiete in B- und C-Städten im Vergleich zu A-Städten? Das hat was mit, also in Summe ist sie ja niedriger, aber auf den Quadratmeter bezogen hängt das natürlich mit den Apartmentgrößen auch zusammen. Okay, gut. Ich hoffe, damit haben wir die Frage beantwortet. Wenn nicht, kontaktiere ich gerne im Nachgang dazu. Genau. Ich würde jetzt gerne in unsere Q&A-Runde einsteigen wollen und starte direkt mal mit der Frage, ganz einfach, wie beeinflusst denn Ihrer Einschätzung nach die aktuelle Konjunktur die Nachfrage nach Apartments? Ja, fangen Sie an, Herr Embacher. Ja, sehr gerne. Also bezüglich des Rückgangs der Wirtschaftsleistung in 2020 gehen die Expertenmeinungen ja eigentlich nur in der Höhe auseinander. Zwischen 5,5 und 8,x% liegen da so aktuell die Prognosen, aber das eben immer unter der Annahme, dass es keine zweiten Lockdown gibt. Es ist ja aber auch so, Felix, dass wenn sie nicht kommt, dann gehen wir oder gehen die Experten in 2021 immerhin auch schon von einem Anfang der Erholung aus. Und ich denke, dass die umfangreichen Konjunkturpakete und fiskalischen Maßnahmen, die alle getroffen worden sind, gerade die Auswirkungen für Deutschland doch vergleichsweise erträglich halten und wir insbesondere auch durch die Kurzarbeit sehr dämpfende Maßnahmen gesehen haben. Henrik, wir hatten im Mai 10 Millionen angezeigte Kurzarbeiter. Als das Instrument 2009 das erste Mal umfangreich angesetzt wurde, waren es 1,1 Millionen. Das heißt, wir haben heute fast Faktor 10 höher. Wir erwarten deutliche Einkommensrückgänge bei privaten Haushalten im Gesamtmarkt für 2020. Wir haben in der Zielgruppe für Microliving eine relativ hohe Arbeitsplatzunsicherheit. Dadurch, dass es eben insbesondere junge Menschen anspricht, denken wir an die Probezeit, denken wir an Startergehalte. Es gibt auch eine Umfrage von Zenjob, da haben 40% der Studenten geantwortet, dass sie bereits durch die Corona-Krise einen Job verloren haben. Jeder Dritte gab an, aufgrund der aktuellen finanziellen Situation sehr große Sorgen zu haben. 22% der Befragten waren demnach nicht mehr in der Lage, ihre Miete und ihre Rechnungen wie gewohnt zu zahlen und mussten sich Geld bei ihrer Familie oder ihren Freunden leihen. Unbenommen sind wir in dieser aktuellen Situation stark betroffen, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, die Befragung kenne ich auch und da sind die Studierenden auch zuversichtlich, dass sie nach der Krise auch schnell wieder ihre Studentenjobs finden können. Und fast 40% zeigten sich zuversichtlich und nur jeder Fünfte rechnete damit, dass das zukünftig schwieriger ist. Also denken wir mal an 2021, dann sind dort die Studierenden auch schon wieder ganz positiv gestimmt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es auch für die Studenten in Härtefällen die 500 Euro monatliche Zuschussoption oder das Angebot gibt, mit dem doch auch einiges abgefangen werden kann. Gut, ich denke, wir bleiben einfach mal bei dem Thema Studentenwohnen. Und ja, die Frage wäre, wie ist denn so Ihre Einschätzung, wenn jetzt das Wintersemester ja bald startet? Wie wird sich denn da die Nachfrage bei dem Studentenwohnen Ihrer Ansicht nach verändern? Herr Embacher, wollen Sie beginnen oder Herr von Bodmer? Naja, ja. Es ist eher nicht zu erwarten, dass wir im Winter das so haben werden wie in den Vorjahren. Ja, wir werden weiterhin eingeschränkte Reisebestimmungen haben, wir werden unsichere Einkommen
bei den Eltern, insbesondere auch in den Quellenländern haben. Und wenn langfristig diese globalen Reisebeschränkungen bestehen, kommen auch die Einkommensstarken nicht. Und wir haben insbesondere keine Nachfrage mehr nach den teuren Apartments. Darf ich mal einen Vorschlag machen, bevor ich jetzt antworte? Wollen wir nicht mal das Publikum fragen, was die zu dieser Frage meinen? Sehr gute Idee. Machen wir. Und zwar starte ich mal die Umfrage, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Wie stark wirkt sich denn ein digitales Wintersemester auf die Auslastung bei Studentenwohnen aus Ihrer Ansicht nach? Sie können auswählen, sehr stark, stark, leicht oder gar nicht. Ich lasse wieder ein paar Sekunden Zeit, damit Sie da überlegen können, wie Sie abstimmen möchten. Und dann werde ich die Umfrage wieder schließen. Ich sehe, verändert sich nicht mehr. Also ich schließe die Umfrage und wir haben starke Veränderungen mit 55% angegeben. Also Herr von Bodmer, das ist doch ein recht klares Bild, würde ich sagen. Ja, also kann ich auch nachvollziehen. Ich kann auch das verstehen, Felix, was du am Anfang schon dazu gesagt hast. Sehen wir in den eigenen Häusern auch, wo wir jetzt sehr studentisch geprägte Ausrichtungen und Konzepte haben, dass wir zum Semesterwechsel zum 1.4. nicht die Nachvermietung sehen konnten, wie wir sie üblicherweise sehen. Aber auf der anderen Seite wird sicherlich zukünftig im europäischen Vergleich Deutschland weiterhin der absolute Stabilitätsanker sein. Und wenn man nach den internationalen Studierenden ruft, dann werden sie sicherlich in Deutschland die besten Rahmenbedingungen oder zumindest vergleichsweise gute Rahmenbedingungen zum Studieren vorfinden. Also da bin ich weiterhin sehr, sehr positiv gestimmt auf lange Sicht. Ja, aber die Frage, Henrik, ist ja, ob denn auch weiterhin Präsenzveranstaltungen an Hochschulen in dem gleichen Umfang stattfinden wie in den vergangenen Jahren, wie wir das gewohnt waren. Denn wenn ich einen weitgehend digitalen Abschluss erhalten kann, kann ich mir auch im Zweifel die Lebenshaltungskosten in den teuren Hochschulstädten sparen. Und jetzt im vergangenen Semester haben viele Hochschulen bereits umgestellt auf Online-Learning. Und das kann natürlich ein starkes Argument sein, dass wir hier in den Hochschulstädten vielleicht nicht mehr die Erstsemesterzahlen sehen, wenn auch die Immatrikulationszahlen weiterhin hoch sind. Es funktioniert natürlich nicht bei jedem Studiengang gleich gut. Denken wir an Sportstudium, denken wir an Musikstudiengänge. Das lässt sich per Videokonferenz in der Regel schlecht umsetzen. Aber wenn nur 10% der Studiengänge künftig so stattfinden, dann wären das 290.000 Studierende, die von daheim aus studieren und kein Apartment mehr brauchen. Ja. Nun denke ich aber auch mal an mein Studium zurück. Ich bin ja jetzt natürlich wegen des Studierens willen dorthin gegangen, aber auf der anderen Seite hat das ja durchaus auch Begleiterscheinungen, die man sucht als Mensch, der jetzt die Schule verlässt, erwachsen wird, raus von zu Hause, die feiern, Kommilitonen, Freunde und das gemeinsame Erlebnis. Und ich denke, das wird, nachdem wir aus diesen Corona-bedingten Einschränkungen raus sind, ist das ein Bedarf und ein Grund, alleine schon wieder gemeinsam studieren zu gehen. Und auch da bin ich nicht pessimistisch, muss ich sagen. Jetzt haben wir ja bei der Initiative Microliving gesehen hinsichtlich Mieterverteilung, dass ja fast 50% gar keine Studenten sind. Und jetzt haben wir alle in der Branche oder viele in der Branche haben 6, 8, 10, 12 Wochen Homeoffice hinter sich. Die Unternehmen wurden da so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, teilweise auch die Mitarbeiter natürlich. Viele haben aber erkannt, dass es besser als erwartet funktioniert. Und die Frage ist natürlich, ob man als Professional in Zeiten des Homeoffices denn nicht einfach weiterhin auch von daheim oder neu von daheim arbeiten kann und man eben nicht nach Frankfurt, München, Hamburg, Berlin umziehen muss, sondern es vielleicht ab und zu reicht, dort mal vor Ort zu sein und dann würde es eben im Zweifel auch kein dauerhaftes Pendlerapartment mehr benötigen. Gebe ich also, dir recht. Machen Sie noch Ihr Argument, Herr von Bodmer. Gerne.
Es hat viele Erkenntnisse gegeben, die sicherlich nachhaltige Auswirkungen in der Zukunft haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber genauso bei mir, bei Kollegen, mit anderen, denen ich spreche, es gibt doch auch einen Wunsch, wieder zurück ins Büro zu kommen, die Kollegenkultur wieder zu leben, sich miteinander zu treffen. Und sicherlich kann man in dem einen oder anderen Job den einen oder anderen Tag einfach gut von zu Hause auch arbeiten zukünftig. Aber auch da wieder so ein junger Absolvent von der Hochschule, der in den Job startet. Ja, wir haben jetzt Trainees gehabt, wir haben Praktikanten gehabt. Das ist einfach nichts von zu Hause. Da muss man doch auch, man muss doch auch mitgehen, man muss miterleben, hören, wie der andere telefoniert. Also auch da, ja, Veränderung, aber nicht generell. Und außerdem denke ich auch nicht, dass es ja reiner Selbstzweck ist, nur wegen des Jobs nach Hamburg, München, Düsseldorf, Köln oder wo auch immer hinzuziehen, sondern das Leben in der Urbanität, in der Stadt, das ist doch etwas, was nicht nur rein arbeitsplatzbedingt getrieben ist. Also wir sehen hier zukünftig die Wir sehen hier zwei sehr konträre Meinungen. Herr Embacher etwas pessimistischer eingestellt, Herr von Bodmer etwas optimistischer eingestellt. Aber ich würde gerne, wir haben noch zwei Fragen, die passen sehr, sehr gut auch zu der nächsten Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, nämlich wie sich auch generell der Apartment-Wohnungsmarkt verändert. Also wir haben ja so einen strukturellen großen Bedarf bisher gehabt nach kleinteiligen Wohnen. Und die Frage ist ja jetzt, ob es da Verschiebungen gibt. Und wie ist denn da so Ihre Ansicht, wenn man jetzt nicht nur den Wohnungsmarkt alleine betrachtet? Also ich denke, das strukturelle Missverhältnis, wir haben es vorhin in der Präsentation von Felix ja auch schon gehört, das besteht und das besteht auch weiterhin. Natürlich ist es jetzt eine Momentaufnahme aus Corona heraus, dass wir viele Dinge in diesem Moment anders sehen, aber die grundsätzlichen langfristigen Trends, die in unserer Gesellschaft vonstatten gehen, die wird auch Corona nicht aufhalten können. Und von daher bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das strukturelle Missverhältnis, da wo wir noch nicht zu viel gebaut haben, weiterhin besteht und Chancen für Investitionen und Projektentwicklung und den späteren Betrieb bietet. Also das Argument mit dem Missverhältnis, Hendrik, das teile ich. Ja, das ist evident. Aber die Preiselastizität ist meines Erachtens so nicht mehr gegeben. Und zwar nicht mehr nur bei Studierenden, sondern eben auch bei Young Professionals und auch bei den Arbeitgebern. Wir sehen ja Arbeitgeber, die einfach in der Krise schauen müssen, ihre Liquidität beisammen zu halten und dann vielleicht auch nicht mehr in dem gleichen Umfang bereit sind, Mietkostenzuschüsse in Boomzeiten-Niveau zu leisten. Ja, aber dann lass es uns nicht über einen Kamm scheren, sondern dann sagen wir, möchte ich sagen, dass der Gesamtmarkt mit Sicherheit nicht in dem Maße betroffen ist. Und insbesondere die Anbieter im mittleren Preissegment werden sich auch weiterhin einer sehr sicheren Nachfrage erfreuen können. Und wenn man dann noch schaut, dass die Angebote, die man bietet, in einer guten Lage sind, ja, wird man es deutlich einfacher haben. Und das ist halt ein Grund, warum auf die Mieten und auch auf die Lagequalitäten sicherlich zukünftig stärker zu achten ist, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Dieses mittlere Preissegment, Henrik, das haben wir ja in unserem letzten Marktreport schon thematisiert. Da gehe ich mit, dass sich das weiterhin eine hohe Nachfrage erfreuen wird. Das Problem ist aber, dass dieses mittlere Preissegment quantitativ Mangelware ist, gerade eben bei privatwirtschaftlichen Anbietern. Und die sehr teuren Konzepte, da werden Mietrückgänge, Auslastungsprobleme durchaus häufiger zum Vorschein kommen. Zudem ist die Pipeline gerade in diesem Segment noch immer gut gefüllt. Die Grundstücke wurden teuer eingekauft, die Finanzierungen laufen entsprechend. Und entsprechend heißt es dann einfach auch, dass ein Rückgang des Mietniveaus in der Erstvermietung einfach sofort Ertragseinbußen bedeuten würden. Wenn wir dann fragen, wie das Ganze mit Thema Pricing und Bewertung von solchen Apartmenthäusern aussieht, wir haben hier sehr langfristige Zahlungsverpflichtungen, die eben in einer Marktphase abgeschlossen wurden, die eben nur einen Weg, nämlich nach oben kannte.
Das heißt, dass Betreiber im Zweifel in Zukunft etwas härter kalkulieren müssen. Ob Apartmenthäuser noch in der gleichen, mit den gleichen Faktoren und den gleichen Bewertungsansätzen bewertet werden können, das wird sich zeigen. Im Idealfall haben wir eine leichte Normalisierung des Pricings und vielleicht ein etwas Weg wieder zurück in die Zeit von vor 2, 3 Jahren. Ja, aber wo ist das Problem? Ja, also die Normalisierung des Pricings, wie du es nennst, das muss ja nicht schlimm sein. Wenn wir davon ausgehen, dass sich das durch die gesamte Wertschöpfungskette durchsetzt und letztendlich der Projektentwickler das Grundstück an sich auch wieder normaler oder zu normaleren Preisen einkaufen kann. Und auf der anderen Seite, was wir heute schon an vielen Stellen sehen, auch die Auslastung der Baufirmen etwas zurückgeht und man damit mit etwas günstigeren Baupreisen auch wieder rechnen kann, dann kann beides zusammen doch sehr gut zu einer Normalisierung des Pricings beitragen, ohne dass es irgendwem wehtut. Also ich würde jetzt gerne mal die Fragen der Teilnehmer hier mit einbringen. Und zwar, können Sie was zu den Renditen sagen, die man da erwarten kann grundsätzlich? Und wie unterscheidet sich eigentlich das Mikro-Apartment von den klassischen Wohninvestments? Ja, also Renditen, ich gebe vielleicht kurz eine Marktmeinung dazu. Henrik, vielleicht sagst du ja auch was zu dem, was in welchen Segmenten, in welchen Spannen ihr bereit seid anzukaufen. Wir haben bei den wohnwirtschaftlichen Apartmenthäusern in den vergangenen Jahren, sagen wir mal in den vergangenen 1,5 Jahren, die Zeit davor war ja ein bisschen anders, in der Regel Ankaufsfaktoren von ungefähr 23 bis zum 27, in Ausnahmefällen auch mal bis zum 30-fachen gesehen. Wenn es dann an die 30 rangeht, dann sind es aber wirklich ausschließlich Neubauprojekte in sehr guten Lagen in den A-Städten. So ein Niveau 25 plus war bis Ausbruch der Corona-Krise ein Niveau, was schon relativ marktüblich war. Ja, also die Frage ist doch nicht ganz so einfach zu beantworten, meiner Meinung nach, denn eine ganz wichtige Komponente dabei ist natürlich die Miete, die man mit diesem Faktor multipliziert. Und da haben wir einfach in der Vergangenheit gesehen, dass wir ja in einer Kalkulation stecken, die eine Projektfertigstellung in der Regel in 2 Jahren zu prognostizieren hat und wir in der Regel sehr ambitionierte Prognosen auf Projektentwicklungsseite gesehen haben. Und wenn man da selber justiert und seine eigenen Ansätze einsetzt, dann hat man am Ende, weil der Kaufpreis, auf den man sich einigt, ja ein und derselbe ist, aber schon mal einen anderen Faktor. Deswegen finde ich es immer schwierig, so ganz pauschal über Faktoren zu sprechen, wenn man nicht gleichzeitig auch die Miete und die Stadt dabei hat. Aber aus unserer Erfahrung ist es sicherlich richtig, Felix, dass wir uns in so einer Range von 23-fach bis 25-fach und leicht darüber befinden. Wenn wir über 30-fach reden, dann sind das absolute Ausreißer meiner Meinung nach, die vielleicht bei dir in München mal gesehen werden, aber mitnichten irgendwie den normalen Markt darstellen. Und dann auf die zweite Frage zu sprechen zu kommen. Es ist nämlich, und das wer das vorher anders gesehen hat, der wird heute eines Besseren belehrt. Es muss einen Abschlag zum normalen Wohninvestment geben, denn die Frage vorhin, wird so ein digitales Wintersemester Auswirkungen haben, sie ist mit 55% ja beantwortet worden. Wir sehen das alle in den eigenen Häusern. Wir werden das alle noch viel stärker beobachten können, jetzt zum 1.10. Denn viele Mietverträge laufen auch über 12 Monate, sodass der Vertrag erst jetzt zum 30.09. ausläuft und das erste Mal neu vermietet werden muss. So, und da zeigt sich einfach der Risikounterschied zu einem normalen Wohninvestment und damit muss es sich auch in den Faktoren widerspiegeln. Rechnen Sie denn grundsätzlich mit einer Konsolidierung des Markts durch die Corona-Krise? Also, oder wird sich die Konsolidierung dadurch beschleunigen? Also eine Konsolidierung so sehe ich im wohnwirtschaftlichen Bereich nicht. Denn
Es kommt auf die Qualität und die Mietansätze des jeweiligen Projektes an. Wir sind ja nicht, wie wir es vielleicht im Einzelhandel, aber auch im Hotelbereich oder auch im Service-Apartment-Bereich sehen, so stark Marken- oder Betreiber getrieben. Ja, und in der Regel sind die Investoren diejenigen, die auch im Mietvertrag stehen und das Ganze entweder mit einer eigenen Marke, durch einen Drittanbieter-Marke oder auch reinweg durch ein Property Management verwalten oder managen lassen. Und insofern ist im wohnwirtschaftlichen Bereich meiner Meinung nach kein Potenzial, dass es zwischen Marken und Betreibern groß Konsolidierung gibt. Herr Emmacher, Weil sehen Sie sie das auch so? selber im Risiko stehen, ja. Ja, das würde ich ähnlich beantworten wie Henrik von Bogmer. Wir sind nicht in einer Marktverfassung wie in UK, wo wir Anbieter haben, die 40.000, 50.000 Einheiten under Management haben. Die größten haben hier 5.000, 6.000, 7.000 Einheiten under Management. So schnell ist auch kein Portfolio aufzubauen. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren zwar natürlich mal Paketverkäufe gesehen, Portfolioverkäufe, aber das war jetzt nicht in den Größenordnungen wie in UK. Und was wir eben auch sehen, ist, dass inzwischen sehr viele Projektentwickler auf dieses Segment aufgesprungen sind. Auch Projektentwickler, die bislang nur Einzelhandel gemacht haben, machen auf einmal Handel plus Apartments in ihren Developments. Also ist es eher sogar fast eine weitere Fragmentierung des Marktes, die wir hier sehen. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick auf Berlin, weil Sie nannten vorhin München, Herr von Bodmer. Hier kam noch die Frage, ist denn Berlin vielleicht ja überhitzt, was das angeht, das Thema Mikrowohnen, weil da ja sehr viel in Planung und auch im Bau ist. Und noch mal die Frage, insbesondere was B- und C-Städte auch in den nächsten Jahren angeht bei der Entwicklung, wie Sie da die Nachfrage beurteilen. Also Berlin ist sicherlich ein Markt, der sehr, sehr viel Pipeline in der Vergangenheit gesehen hat. Die kommt jetzt zur Fertigstellung. Die ist ganz größtenteils in dem Segment, was Felix vorhin schon angesprochen hat, nämlich im hochpreisigen Segment. Das wird sicherlich eine Herausforderung zukünftig sein, für dieses große Angebot tatsächlich auch ausreichend Nachfrage für eine Vollvermietung oder 93% haben wir vorhin gesehen, ist die durchschnittliche Auslastungsquote. Es ist weniger kritisch, denke ich, einzuschätzen, wenn wir über auch dort preissensiblere Angebote sprechen. Also da hat man sicherlich eine Chance. Wir sehen das mit dem eigenen Projekt, wo wir für 500 Euro oder unter 500 € All-in-Miete anbieten können. Ist jetzt natürlich keine Berlin-Mitte-Lage, aber sehr nahe zur Universität gelegen. Das ist etwas, was einfach auch bei der Preissensibilität der Studenten wahrgenommen wird und gut ankommt. Also insofern in Berlin dann preissensibel. Auf der anderen Seite ist das Thema Mietendeckel in Berlin sicherlich auch eins, was uns noch sehr lange umtreiben wird und da auch die Frage noch offen ist, wie sich das langfristig auch auf dieses Segment auswirkt. Denn wir haben jetzt natürlich, bewegen wir uns oft im Neubau, nur wann wird der Neubaustatus vielleicht auch gekippt, dass wir dann nicht mehr die Neubauqualifizierung haben, sondern vielleicht in den Altbau fallen, dann droht auch dort eine Mietanpassung. Und so ein Gesamtmarkt wird ja auch nicht ganz unbeeinflusst davon sein, dass die breite Masse einen Mietendeckel hat und in dem Bereich ja dann auch günstige Alternative bringt, die der Mieter, und das sehen wir immer wieder, er ist preissensibel. Wenn er ein günstiges Apartment findet, dann zieht er dort auch um. Und insofern wird er in Berlin zukünftig viel günstigere Alternativen finden, die die teuren Produkte unter Druck setzen werden. Ich würde es vielleicht an der Stelle für die B-Städte noch kurz beantworten. Da ging ja die Frage auch in die Richtung. B-Städte lassen sich nicht so einfach über einen Kamm scheren. Da haben wir sehr große Unterschiede zwischen B- und C-Städten, die weiterhin hohen, eklatanten Nachfrageüberhang haben, wo die Pipeline sehr gering ist, die Bestände gering sind. Da wäre auf jeden Fall von der Marktsituation her eine positive
Einschätzung unsererseits. In dem letzten Marktbericht, den wir veröffentlicht hatten, war ja zum Beispiel auch Münster diejenige Stadt, die wir da als heißer als jede andere A-Stadt eingeschätzt haben. Gleichwohl haben wir aber eben in diesen kleineren Städten auch Städte dabei, wo wir etwas pessimistischer sind. Ich würde immer darauf plädieren, dass man eben die lokale Marktsituation sich anschaut, nicht nur in Bezug aufs Apartmentwohnen, sondern auch, wie wettbewerbsfähig die Hochschule ist und ob die Hochschulen eine Erfolgsgeschichte haben oder ob diese Hochschulen eben selbst in so einem starken Wettbewerb stehen, dass sie auch ihre Studentenzahlen nicht halten können. Und wenn wir uns jetzt mal die Ausstattung von Apartmenthäusern angucken, also was denken Sie, wo wird künftig Wert drauf gelegt und ja, welche Konzepte setzen sich durch, welche eher nicht? Also da denke ich, dass wir gerade bei Studierenden ein Basisangebot immer im Auge haben müssen. Aber das ein Shishi, möchte ich es mal einfach nennen, nicht unbedingt notwendig ist. Das ist auch nicht der Weg, um zukünftig günstige Roll-in-Mieten anbieten zu können. Und ich denke da an Notwendiges wie zum Beispiel einen Studierraum für Lerngruppen. Das ist etwas, wenn ich Objekte besichtige, das sind immer die Räume, die belegt sind. Da guckt man mal schnell durch die Tür, weil die sind immer voll. Das ist ruhiger als in der Bibliothek. Da kommen Studierende, die gar nicht ins Haus gehören, treffen sich mit den Mietern aus dem Haus und arbeiten dann in ihrer Lerngruppe. Natürlich eine Washing Lounge ist wichtig, aber ob ich immer eine Fitnessfläche brauche, ja, oder unendliche Weiten an Community Spaces, halte ich für fraglich. Und bei den Young Professionals ist es sicherlich so, dass da schon immer eher die Services im Vordergrund gestanden haben, als die Gemeinschaftsflächen tatsächlich. Und diese Services, ja, da entwickelt sich so viel. Es gibt Boxen, die heute viel mehr können, als nur ein Paket anzunehmen. Es gibt viele Apps, die Dienstleistungen aus der Umgebung zur Verfügung stellen können. Also da ist auch noch viel Potenzial, es gut und besser zu machen als heute. Also die Einschätzung von dir, Henrik, teile ich. Was ich nur noch ergänzen möchte, ist, dass wenn man eben im Zuge von Neubauplanungen oder im Zuge von Rebrandings Qualitäten ein Stück weit zurücknimmt, dann muss sich das auch in den Endmieten niederschlagen. Man darf nicht der Versuchung erliegen, die Qualitäten zurückzuschrauben, aber bei den Mieterwartungen noch die vorherigen Niveaus zu erwarten. Wir haben noch eine Frage, vielleicht können Sie, Herr Embacher, dazu was sagen. Wie hoch schätzen Sie die Yield-Abweichung zwischen standardwohnwirtschaftlichen Objekten und Microliving ein? Und auf welcher Höhe befinden sich die durchschnittlichen NOI-Yields in Deutschland? Ist natürlich wahrscheinlich jetzt spontan zu beantworten sehr schwierig. Ja, also da müsste ich jetzt, um das valide zu beantworten, müsste ich jetzt tatsächlich mal alle Transaktionen nochmal auswerten, die so zur Verfügung stehen. Nein, also vom Gefühl her sind es, wenn man sich das gleiche Wohngebäude vorstellt in der Kubatur und man packt entweder einen konventionellen Wohnungsbau rein oder man packt eben Apartments mit Betreiber mit rein und man rechnet das Ganze dann auf NOI beziehungsweise auf eben Nettomietertrag, dann haben wir in der Regel Faktorenunterschiede von 3-4 Jahresmieten, die hier üblicherweise anzusetzen sind. Da bin ich ja froh, dass die Frage an Felix gegangen ist, aber vielleicht mal ganz generell, das ist schwierig so pauschal zu beantworten. Und ich kann Ihnen da dem lieben Fragesteller nur anbieten, rufen Sie mich an, stellen Sie Ihr Projekt vor und wir besprechen das sehr gerne, sehr detailliert. Wunderbar. Dann starten wir doch jetzt nochmal zum Abschluss auch unsere Eingangsfrage, nämlich setzt sich der Boom fort bei Microliving? Und ich bin gespannt, ob sich jetzt durch die vielen Informationen vielleicht was geändert hat. Und bitte Sie nochmal schnell abzustimmen, damit wir sehen, ob sich da vielleicht was bewegt hat. So, dann schließe ich jetzt die Umfrage. Oh, ich würde sagen, das ist sehr ähnlich zu unserer Eingangsfrage. Ganz minimale Abweichung.
Also insgesamt durch die vielen Aspekte, die wir hier geschildert haben zur Studentenwohnung, Konjunktur, hat sich doch nicht wesentlich das Ergebnis geändert. Und ich schließe jetzt nochmal. Möchten Sie noch ein Schlusswort sagen, Herr Embacher, Herr von Bodma? Wie Sie vielleicht gemerkt haben, habe ich eine bewusst etwas pessimistischere Meinung auf das gesamte Marktsegment vertreten. Henry von Bodma eine bewusst etwas optimistischere. Wir wollten hier bewusst eben auch die Dialektik in all den Diskussionen, die wir selber mit unseren Kunden und Partnern führen, auch nochmal wiedergeben. Nicht jedes Statement war hundertprozentig die private Meinung, da sind wir beide immer so ein bisschen zwischendrin, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wir sind gerade in einer sehr, sehr spannenden Marktphase und ich bin überzeugt, dass wir mit dem Microliving auch ein Produkt haben, was langfristig Bestand haben wird. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir jetzt mit der Initiative Microliving hier einen Beitrag leisten können zu mehr Markttransparenz, denn diese Markttransparenz ist in einer Marktphase wie der jetzigen umso wichtiger. Ja, ich teile deine Meinung. Der Trend zu Microliving ist langfristig auf jeden Fall intakt. Lassen Sie uns gemeinsam mehr Augenmerk auf die oder die Ansprüche an die Lage setzen von den zukünftigen Projekten. Lassen Sie uns Mieten nachhaltig kalkulieren. Wir investieren auf jeden Fall weiter, wie Sie die letzten Tage gesehen haben, zuletzt in Düsseldorf und Hamburg und werden das auch zukünftig gerne tun in diesem Segment. Wunderbar. Ich fasse zusammen, sehr viel mehr Licht als Schatten in diesem Segment. Und ich bedanke mich bei allen Webinarteilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag uns allen und sage auf Wiedersehen. Ja, danke auch. Wiedersehen. Guten Tag. Tschüss.